Willkommen zurück zur 14. Folge des Let's Play Jagged Alliance 2.1.13. Wir laden unseren letzten Spielstand und ich nehme mal an, dass es dieser ist, wo ich hier sehr, sehr wenig Geld habe. Nur 197 Geld. Das lag, glaube ich, daran, dass ich den Vertrag von Ivan verlängert habe, bevor ich das Let's Play beim letzten Mal beendet habe. Ich weiß es nicht mehr so genau. Es liegt schon eine ganze Weile zurück. Ja, warum habe ich eine ganze Weile gewartet? Ich habe viel vorproduziert und dann habe ich die ersten Videos eingestellt und habe dann also zwei sehr fleißige Kommentatoren bekommen, die mir sehr viele Tipps gegeben haben. Und ich habe dann gewartet, bis ich, ja, bis alle meine vorproduzierten Folgen, ja, online gehen. Und ich spiele jetzt weiter, um die Möglichkeit zu nutzen, die ganzen Tipps einfach hier auch umzusetzen. Ja. Und ich habe den wertvollen Hinweis bekommen, dass der Skyrider im Sektor B15 zu finden ist. Ich habe da nämlich versehentlich ganz schnell mal irgendwie die Meldung, irgendjemand hat irgendjemand anderen bemerkt. Also das ist halt so die Standardmeldung. Beliebiger Söldnername hat jemanden bemerkt. Genau, und ich habe das irgendwie weggeklickt und das ging irgendwie binnen einer halben Sekunde und deswegen habe ich das nicht gecheckt, dass in seltener, Quatsch, in Sektor B15 der Skyrider ist, also unser Helikopterpilot, den wir hier schon die ganze Zeit suchen und nicht finden. Und deswegen möchte ich jetzt als nächstes mal in den Sektor B15 gehen, um den Skyrider dort zu finden. Bevor ich das tue, muss ich mal überlegen, was hier noch so Fakt war, was ich hier überhaupt noch so getrieben habe. Ich glaube, ich bin mit dem Trupp 1 hier in den Sektor gegangen, von Biff und Gumpy und Flo, um denen dort ein paar Sachen zu übergeben, die ich ihnen, ja, genau, so war das, die ich ihnen von der Raketenbasis mitgebracht habe. So, dann muss ich mal gucken, was das war. Okay, hier war es das, glaube ich, schon. Chris. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. Gut, das werde ich einfach einem von den Söldnern in die Hand drücken, damit sie das Ding mitnehmen. Also die Munition mitnehmen, weil das ist einfach gute Munition und die können wir mit besseren Waffen nutzen. Yo. Ja, hier ist, Ivan hat auch noch zahlreiche Munition von diesem Typ. Schau an. Ivan hat ein Wurfmesser, das können wir doch auch an Dimitri weitergeben. Kann er jetzt gerade nicht stapeln, aber das bringen wir gleich in Ordnung. Gut, Ivan hat ansonsten, wenn ich das richtig sehe, nichts mehr mitgenommen für die anderen. Jo, okay. Dann hoch. Ich werde den anderen das jetzt noch schnell in die Hand drücken. Hat jetzt noch jemand keine vernünftige Schutzweste. 85, 85. Gumpy. Ja, Gumpy kann diese Schutzweste bekommen. Sehr schön. Ja, und dann trag halt einfach mal dieses Magazin mit dir herum. Biff hat auch schon zwei davon. Ist das nicht die Munition von Ivan? 455er? Muss ich gleich mal gucken.
Nee, 7. 7,62er. Das ist auch 7,62er, aber mal 54 mm. Und das von Ivan ist mal. Ach Gott, ich muss auch Ivan anklicken. Das von Ivan ist mal 39 mm. Naja, gut. Ja, soweit, so gut erstmal. Ich gehe mal in diesen Sektor und zeige euch einen kleinen Trick, falls ihr den noch nicht kennt. Und zwar, Dimitri macht diesen kleinen Trick und wirft das Wurfmesser auf den Boden und kann es jetzt wieder aufheben. Denkst du, es ist immer noch blutig? Also, ja, kleiner Trick, dachte ich. Dachte ich eigentlich. Also irgendwie hatte ich so im Kopf, dass man mit dem Wurfmesser werfen kann. Und wenn man das in den Sand wirft, dann würde das Blut daran verschwinden. Das tut sich jetzt aber leider hier nicht. Von daher haben wir mal Pech gehabt. Egal. Ich schnapp mir die Söldner, ja. Und geh mal in den Sektor hier oben. Denn was ich auch vergessen habe in den letzten Let's Plays ist, dass ich mir ja doch was bestellt Ich habe. vergesse. Ich schon wieder vergesse. Ja, macht nichts. Ich sag dir nochmal, wo du hingehen sollst. Ja, dass ich doch was vergessen habe bei Bobby Race abzuholen, doch was bestellt habe. Und das können wir ja gleich mal machen. Überprüfen Sie die Sichtgeräte Ihrer Söldner. Ja, die sind gerade nicht optimal eingestellt. Und ich habe natürlich den Shortcut schon wieder vergessen dafür. Ja, na toll. Ich kann jetzt auch schlecht gucken gerade. Ja, gut. Ich spiele zu selten. Ich hab's doch. Welch schöne Farben. Ja, ich glaube, Dimitri mag das, wenn er Leichen sieht. Ja. Ich versuche mal hier nochmal das blutige Wurfmesser in den Boden zu werfen. Vielleicht. Ja, Dimitri macht erstmal ein Päuschen, glaube ich. Ja, und Ivan auch. Na gut, macht mal, ist jetzt egal. Du schon wieder? Ja. Ich sage dir, ich komme nicht einmal dazu, eine Pause zu machen. Das Tempo hier würde einen wie dich umbringen. Kollege, was hast du mit meinem... Ah, nichts. Gut, ja, alles in Ordnung. Meine Munition ist da für Chris. Ich kann wieder ballern, ich habe 90 neue Schuss. Das ist schön, dann muss ich nicht diese Suomi verwenden, weil ich misstraue der einfach. Diese MP. Ja, die MP5 ist mir irgendwie ein bisschen lieber. Vertrauenswürdiger. Sieht irgendwie besser verarbeitet aus. Ich kann irgendwie schöner damit zielen als mit der Suomi. Und was die Werte angeht, kann man das hier gerade schlecht vergleichen? Kann man hier besser vergleichen? Okay. Spielt keine Rolle. Was die drei jetzt müssen, ist auf jeden Fall schlafen. Und wenn sie nicht gerade schlafen, dann können sie ja irgendwie sowas machen wie üben. Was können sie denn Schönes üben? Ah ja, Treffsicherheit ist immer gut. Ja, aber bis dahin können sie erstmal schlafen, bis zum Anfang des nächsten Tages. Diese Söldner arbeiten wieder, ja. Wieder ein Job erledigt. Schön. Ihr könnt auch noch weiter Milizen trainieren. Finde ich super, dass ihr das macht. Ja, mein Kontostand ist zu niedrig. Naja,
dann nicht, ne? Wie sieht es eigentlich bei Joy aus? Die hat jetzt... Nicht Joy, Flo. Flo hat eine Führungsqualität von 8, ne? Braucht noch ein bisschen. Ja, was ich gerne machen würde, ist sowas wie reparieren oder so. Ja, der hat auch keine Technikfähigkeit. Das würde ich ja gerne an so einen Söldner auslagern, der das dann machen kann. Ja, dann übe ich jetzt hier auch irgendwas. Training, üben, Treffsicherheit, könnt ihr auch brauchen. Yo! Stopp. Chris kann vielleicht noch ein bisschen schlafen. Biff, du sollst doch üben. Mann, Mann, Mann. Treffsicherheit. Yes. Chris und Joy arbeiten wieder. Dimitri arbeitet wieder. Okay. Warten noch auf Ivan. Ivan arbeitet wieder. Alles klar. Jetzt können wir Chris noch mal kurz ins Bett schicken. Warten wir noch mal eine Stunde. Peng. So, okay. Dann stecke ich die wieder in einen Trupp. Und schicke die nach B15. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Yep, sehr schön. Ein paar sind noch zu trainieren. Wie sieht's aus? Ihr arbeitet wieder? Ja, ich kann jetzt auch wieder Stopp machen. Und ich habe wieder Geld. Und daher kann ich die Miliz weiter trainieren. Mit Gumpy und Biff. Und meine Söldner sind auch gleich in B15. Hier ist es. Trupp 1 hat im Sektor Sumpf jemanden merkt. Sehr schön, dann wollen wir mal. Sieht auch so ein bisschen aus wie der Sumpf, wo wir den Kampf geführt haben. Aber ich glaube, das kann nicht sein, weil da war kein Häuschen. Ja, Dimitri, werf mal nochmal mit deinem Wurfmesser. Blutiges Wurfmesser. Naja, ändert nichts. Dann gibt das Ding einfach mal weiter an Ivan. Ivan steckt es wieder in irgendeine Tasche. Ja, okay. Ich gehe immer ungern durchs Wasser. Aber es ist, glaube ich, nicht weiter wild. Also wenn man sowas wie Tarn, Flecktarn drauf hat, um sich zu tarnen, dann wischt es das Wasser ab. Und dann ist es nicht cool. Jo, kommt rein in die gute Stube. Das ist der gute Skyrider. Wir wissen es noch nicht genau. Ist er das? Ist er das? Was wollen Sie? Wir wollen freundlich sein. Skyrider. So werde ich genannt. Es gibt keinen, der einen Schüssel so fliegen kann wie ich. Sorry, wenn ich eben etwas direkt war. Ich häng in letzter Zeit etwas durch. Die Herren will mich für ihr Luftwaffe haben. Sie zahlt nicht gut, die Arbeit dauert lang und außerdem kann ich sie nicht leiden. Was Persönliches. Ich stolz sein. Okay, offenbar hat der gute Ivan an... Erfahrung gewonnen? Wow, von hier oben ein echt geiles Land. Cap, das bringt's irgendwie nicht. Und nun? Ich sag mal rekrutieren. Wenn Sie mich zu meiner Schüssel nach Drassen bringen, dann kommen wir vielleicht ins Geschäft. Jo, mach ich doch. Mach ich doch glatt. Ab zur Schüssel. Yeah. Yeah, Skyrider hat Geld. Skyrider hat Geld. Skyrider hat Geld. Ich will das Geld, ich will das Geld. Ich komme nicht ans Geld. Ja, schade. Viel wird sowieso nicht sein. Was ich immer gerne mache,
Ich bringe ihn jetzt erstmal zu seiner Schüssel. Was ich immer gerne mache, ist, wenn ich solche Söldner oder nicht echten Söldner habe, dann gucke ich immer gerne, was sie so für Fähigkeiten haben. Und Skyrider ist gar nicht so übel. Er hat Geld. Geld. Steht nicht da, wie viel. Okay, aber er hat coole Basiswerte. Gesundheit, Beweglichkeit, Geschicklichkeit. Kraft hat er auch gut. Weisheit hat er auch gut. Treffsicherheit, naja, okay. Technik ist auch super. Also er wäre eigentlich kein schlechter Söldner. Und bei der Weisheit, ja, da kann er auch Treffsicherheit lernen. Und ich glaube, mit ihm könnte man echt ganz gut Klamotten oder ja, kaputte Gegenstände reparieren. Ja. Aber das bringt mich gerade auf die Idee, mal zu gucken, ob ich überhaupt schon einen Werkzeugkasten habe. Ah, ich glaube, ich habe noch gar keinen gefunden. Nö. Habe ich nicht. Ja, gut, Skyrider, da kann ich ja nicht einsehen. Macht nix. Auf nach Drassen. Diese Söldner arbeiten wieder. Ich mache Fortschritte. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Tipptopp. Ja, dann kommt ihr mal wieder zurück. Wir verbinden unsere Truppen wieder. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ich werde mal die Milizenverteilung ein bisschen ändern. Zack. Genau. Na, das kriege ich noch besser hin. Alle blauen raus, hier die grünen raus und die blauen rein. Yes. Das hat den Vorteil, wenn die Top-Söldner oder die Top-Milizionäre in der Mitte sind, dass sie, je nachdem, ob ja, Gegner im Süden oder im Norden angreifen, dass die Top-Milizionäre einfach immer hoch oder runter gehen können, um dort zu unterstützen. Genau. Gut, dann weiter geht's. Bin gut angekommen. Gut, sie sind da. Und jetzt liefern wir den Skyrider mal bei seiner Schüssel ab. Yeah. Yeah, Cap. Mal gucken, ob er gleich was sagt. Zu dem, ja, kleinen Ungeschick. Yeah. Roger. Roger, ja, okay, ja, du siehst den Typen, nicht gut, gut, ihm egal, ja gut. Roger. Na, dann kommt mal ab zur Schüssel, ach nee, das ist seine Schüssel. Dimitri, geht doch nicht geduckt. Sieht sie nicht gut aus, Cap? Wir sind im Geschäft. Listen up. Unsere Deal sieht so aus. Ich berechne Distanz und Risiko. Ich bring sie, wohin sie wollen. Solange ich genug Treibstoff habe, meinen Arsch heil aus der Sacke rauszuholen. Ich evakuiere sie auch. Aber ich flieg nicht in Kampfgebiete. Ich setze sie nur so nah wie möglich am Ziel ab und komm wieder, wenn alles vorbei ist. Das ist meine Philosophie. Erst denken, dann buchen. Ich bin bislang gut damit gefahren. Sie bezahlen, wenn die Sache gelaufen ist. Wenn nicht, dann können Sie zu Fuß nach Hause laufen. Wenn Sie damit einverstanden sind, Cap, dann kontaktieren Sie mich, wenn Sie mich brauchen. Zusammen frittieren wir diesen Frauenzimmer den Arsch. Jo, super. Okay, das Ich habe da einige Bedenken, Cap. Die Herren hat im ganzen Land Botenluftraketen stationiert.
Das Frauenzimmer kann dafür sorgen, dass es uns geht wie diesen Griechen. Wie heißt er noch? Ikaros. Yes. Okay, also den ersten Raketensektor haben wir ja schon befreit, sogar bevor wir Skyrider gefunden haben. Ich glaube, normalerweise quatscht der einen noch voll, dass man hier diesen ersten Raketensektor schon mal befreien soll, damit er überhaupt rumfliegen kann. Ja, das ist schon erledigt. Wir könnten jetzt hier diesen Zielpunkt noch umsetzen. Das ist der Punkt, wo unsere Söldner abgesetzt werden, unsere neuen, die wir bestellen von MERC oder von AIM. AIM. Okay. Ja, Logbuch aktualisiert. Was steht da so drin? Skyrider arbeitet jetzt für uns. Ja, okay. Also, wir könnten jetzt quasi mit Skyrider hier schon bis hierhin fliegen, aber das lohnt sich nicht so richtig. Würde ich mal behaupten. Ihr trainiert noch weiter. Ich würde ja eigentlich gerne... Ja. Der kann nicht. Er kann auch nicht, okay. Dazu muss man, glaube ich, ziemlich viel hohe Führungsqualität haben. Mobile Miliz ist auch geil. Das gibt's auch erst seit 1.13. Gut, wir trainieren einfach noch ein bisschen oder üben einfach noch ein bisschen Treffsicherheit. Mal gucken, was hier für ein Betrieb. Kraft üben und... Achso, das ist, Leute in der Gegend aufspüren. Kann auch ein bisschen Kraft üben. Why not? Aber dann bitte alle. Nein. Mit im Betrieb. Ich glaube, das ist effektiver. Ich weiß es gar nicht so genau. Wir üben Kraft. Warum ist es jetzt für Ivan nicht passiert? Sehr seltsam. Ja, das ist, glaube ich, effektiver. Deswegen ist hier auch so ein Sternchen hinter. Und wir müssen eh warten, bis die Mädels da sind. Und ich hoffe jetzt, dass diese Söldnertrupp hier nicht hochwandert. Dann müssen nämlich die Frauen erstmal gegen die Söldner kämpfen. Aber ich denke, das würden sie auch schaffen. Es sind ja nur 7. Wenn es keine Elite-Truppe ist, dann schaffen die das auch. Mal schauen. Oh, es ist sogar ein Elite-Trupp. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen traurig darüber, dass ich nicht noch im Sektor war. Und spiele gerade ein bisschen mit dem Gedanken, ob ich nochmal neu lade und in den Sektor gehe, während der Kampf läuft. Also es ist nicht so schlimm, dass jetzt da 4 Milizionäre gestorben sind. Die kann ich wieder nachproduzieren dann mit Biff und hoffentlich Flo, die dann genügend Führungsqualität hat. Wenn in Drassen alles fertig trainiert ist. Das ist jetzt nicht wild, aber das Ding ist halt, dass Elite-Trupps immer gute Waffen haben. Und die lassen sie natürlich nicht fallen, wenn ich nicht im Sektor bin. Von daher habe ich jetzt vielleicht ein paar geile Waffen verpasst. Dadurch, dass ich zu früh den Sektor verlassen habe. Ja.
Na, ich wüsste halt auch nicht, was ich machen kann. Was Autosave habe ich jetzt nicht genutzt. Okay. Ich glaube, sonst speichert er auch nicht einfach automatisch. Das muss man schon selber tun. Ah ja, das ist alles zu alt. Mo. Ja, schade. Schade, aber kann man nichts machen. Bin gut angekommen. Bereit für den nächsten Auftrag. Sehr schön. Jetzt sind alle da. Ja, ihr könnt auch mal hier so Betrieb Kraft trainieren. Ja, und Joy auch. Obwohl beide angewählt sind, wird nur einer irgendwie. Oh, Joy kann keine Kraft trainieren. Okay, sie braucht wahrscheinlich erstmal eine gewisse Fähigkeit an Kraft, um überhaupt in der Lage zu sein, dort Kraft zu trainieren. Und die hat Joy wohl nicht. Aber was ich eigentlich machen will, ist schlafen mit allen Söldnern. Habe ich noch eine E-Mail bekommen? Zack. Bekanntgabe eines Todesfalles. Earl Magic Walker ist gestorben auf den Philippinen. Ja, schade, aber Magic ist auch so ein Söldner, den ich eigentlich nie genutzt habe. Vielleicht ist er ja cool. Ist er gestorben? Also wirklich so ziemlich der beste Söldner im Spiel. Stirbt einfach mal. Den man irgendwie erwerben kann. Ja, Pech. Hätte ich wahrscheinlich sowieso nicht angeworben. Mein Ziel ist irgendwie Trevor anzuwerben, wenn die Kohle dafür reicht. Ich glaube, dass das so weit kommt, dass sie das Geld dafür reicht, muss ich erstmal noch die Mine von Cicena haben. Die ist zwar relativ klein und bringt nicht so viel Einkommen, aber immerhin. Ja, erstmal ausschlafen und dann werde ich jetzt weiterziehen. That's the plan. Diese Söldner arbeiten wieder. Also ich hätte auch ein bisschen Bock noch irgendwas einzukaufen. Aber ich habe ja so reichlich bin ich denn mit den Finanzen auch nicht gesegnet. Sowas wie Holster oder Granatengürtel oder sowas. Was gibt's hier auch? Trageausrüstung. Hier Granatentasche. Ich bin da immer ein bisschen unsicher, welche Tasche für was ist, aber ich glaube, die Granatentasche kommt an die Stelle, wo der Holster ist, also so an die, ist so eine Beintasche. Wobei Granatentasche jetzt natürlich noch ziemlich unsinnig ist. Granatentasche sind nicht die Handgranaten mit gemeint, sondern 40 mm Granaten, also solche Dinger, die dann in Gewehre eingespannt werden können. Ja, und ich weiß nicht genau, was jetzt hier so Beintaschen sind. Das scheint Granattasche. Für Feldflasche und Granaten. Ja, das könnte eine Beintasche sein. Ich würde sowas eigentlich gerne mal bestellen. Zwei Granaten, ein Gewehrmagazin, eine Gürtelklemme, weiß ich nicht genau, was es ist. Das Ding hier auch. Eine Granate, zwei Magazine und eine Gürtelklemme. Weil, soweit ich weiß, droppen die Dinger nicht so gut. Also Holster droppen relativ gut, die werden relativ gut fallen gelassen, da kann ich dann auch tauschen. Aber diese Taschen, diese Nebentaschen, fallen nicht so gut. Drei Granaten. Ist das nicht das gleiche allgemein? Drei Granaten? Drei Granaten und Gürtelklemme 1. Okay, ist irgendwas anderes. Boah.
Ja, ich bestell sowas einfach mal und lass mir das hier hinliefern. So ein paar Taschen. Dreimal Granate, einmal Gewehr, das klingt eigentlich super gut. Hier einmal das, einmal das. Granate, Gürtelklemme, Magazin. Ich weiß nicht, was Gürtelklemme ist. Keine Ahnung. Ich bestell's mal. Jo, das sind die 90er. 85er. Hm. 80. Die scheinen auch nicht schlecht zu sein. Winzig, allgemein winzig. Das ist ein Tackholster. Für eine Pistole. Na gut. Was gibt's denn sonst noch so Schönes? Boah, Tarnbezug ist auch nett. Den kann man sich so an den Helm klemmen. Den kann man auch wieder abnehmen und an einen neuen Helm klemmen. Halt mal. Was ich immer noch brauche, ist Zielfernrohr. Ein Zielfernrohr habe ich. Ich brauche eine Waffe für ein Zielfernrohr 10-fach. Das heißt, ich brauche ein Feuerwaffe, und zwar ein Scharfschützengewehr. Es gibt jetzt... Nein. Schade. Oh. Schade. Ja, es gibt immer noch keine Scharfschützengewehre. Das ist schade. Und ich glaube, die ganzen Gewehre, die haben auch alle nicht die Möglichkeit, da ein Zielfernrohr mal 10 drauf zu knallen. Oh, sind doch nicht viele Gewehre dieses Mal. Egal. Kommen wir drüber hinweg. Überstehen wir seelisch. So, okay, ja, unsere Söldner sind hier jetzt wieder am Arbeiten und schlafen gerade aus. Ja, macht mal weiter. Hier, Chris kann sich mal wieder ins Bett legen. Die sollen halt alle... Stopp. Ist nicht müde. Ja, die sollen halt alle halbwegs gleich ausgeschlafen sein. Okay, Dimitri ist noch nicht aufgewacht, aber er ist soweit. Gut. Sind alle soweit? Es ist 7 Uhr morgens. Ich stecke die in einen Trupp. Jupp. Es ist 7 Uhr morgens und wir reisen ab. Und gehen erstmal in diesen Sektor. Ich werde mir mal die Sektoren ein bisschen besser anschauen, weil ja, wie zum Beispiel hier in diesem Sektor, da auch manchmal Häuser vorhanden sind. Okay, hier sehe ich schon, da sind keine Häuser. Dann kann ich doch direkt bis hierhin gehen. Und in diesen Häusern sind doch manchmal interessante Dinge versteckt. Und wieder ein Job erledigt. Sehr schön, ihr macht weiter. Haltet mal. Jetzt hier. Was tun? Okay, Dimitri hat einen Punkt an Gesundheit gewonnen. Vom Latschen. Wie sieht's aus mit Flo? 11 Führungsqualität, sehr gut. Sie ist ja quasi Ausbilderin. Jetzt kann ich hier eher irgendwas anderes machen. Training, üben, Technik oder so.
Vielleicht kann ich denn mit ihm auch Waffen reparieren. Das ist ja jetzt noch sehr, sehr rudimentär, diese Idee, mit ihm Waffen zu reparieren. Und da muss er auch noch ganz schön hochleveln, seine Technikfähigkeiten. Ja. Und er braucht natürlich einen Werkzeugkasten. So, wie schaut's hier aus? Okay, da ist nichts. Aber hier sehe ich ja schon auf der Karte Häuser. Also wird da wohl... Werden da wohl auch Häuser sein? Feindliche Kräfte in Nähe registriert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, hier gibt's definitiv einige Feinde. Und zwar 22 Stück. Wir gehen zum Sektor. Hier ist entschieden zu viel Blei. Oh. Ich bin hier ein bisschen überlastet. Ja, Leute. Das geht mir zu schnell. Ich brauche eine Pause. Das ist wieder mal so ein Moment. Ich habe hier alle Hände voll zu tun. Armer Dimitri. Er kämpfte für seine Familie. Er starb selbstlos für sein Vaterland. Okay. Leute. Ich lasse es einfach mal laufen. Ich lasse es einfach mal laufen. Ich zeig euch mal, wie das ausgeht. ich speichere einfach dieses Ding nicht. Ja, also ich speichere es schon und lade es euch auch hoch. Als Hammer-Fail oder so. Ich sitze hier auf dem Schleudersitz. Dann sieht er mal, wie schnell das gehen kann. Ich sag nein, nein, ich ergebe mich nicht. Nein. Hey, die erschießen sich gegenseitig. Cool. Ich bin ja ein bisschen überlastet. Nee, aber es gibt mir die, die Möglichkeit, dass ich mit Ira und Joy noch im Raketensektor bleibe. Ich habe jetzt sowieso nicht gespeichert. Das heißt, ich muss sowieso an der Stelle weiterspielen. Ich dachte, das wäre hier aufregend und ich würde mit Profis zusammenarbeiten. Wie naiv von mir. Ja, dachte ich auch, aber ich wusste ja nicht, dass ihr hier mitten im Feld, mitten im Sektor steht und euch von allen abschießen lässt, ihr Trottel. Ja, ich versuche mich mal hier ganz mutig in dem Kampf, Kampf, den ich leider nicht gewinnen kann. Und zwiebel ihm mal in den Kopf. Scheiße, Gewehr kaputt! Ja, klar. Reparier, Mann, reparier, reparier! Sehr schön. Das war ein sehr erfolgreicher... Hm? Das war super erfolgreich. Du weißt nicht, was du tun sollst mit einer Pistole? Achso, du liegst am Boden und kannst nichts machen. Gut. Genauigkeit 4. AP 17. Genauigkeit 6. AP 17. Gut, dann nehmen wir dieses Ding. Joy kann auch ein bisschen ihr Können unter Beweis stellen. Das ist, warum mein Neffe hat Alkoholproblem. Ja, und jetzt werden die restlichen Söldner wohl auch noch getötet werden. Ich sitze hier auf dem Schleudersitz. Joy ist jetzt ausgenockt. Ivan ist tot. Wir sehen einen Kartenausschnitt, der uns, ja, der ist toll. Und irgendwie lädt es jetzt hier wieder komisch. Es lädt! Und es geht nicht weiter. Jetzt geht's weiter. Zack. Wir sind in diesem Sektor geschlagen worden. Ja, alle tot. Ja, krasse Nummer, nicht? Krasse Nummer. So, wir speichern das jetzt mal als... ja... Schön scheitern oder sowas. Ja, ich brauche das ja nicht speichern. Nicht wirklich, ne? Ich brauche eigentlich nur... Ach, ein Ö kann ich gar nicht benutzen. Krass. Ja, nee, ich speichere das nicht.
Ich drücke einfach nur hier den Aufnahme-Ende-Knopf und danke euch fürs Zuschauen von meinem kleinen Fail hier. Und beim nächsten Mal fangen wir wieder beim alten Spielstand an und machen das besser.